Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch eine blutig, witzig und total kranke Splattergranate aus dem Hause Wicked Vision mitgebracht, die seit dem 14.04.2023 in drei verschiedenen Mediabooks im Handel erhältlich ist. Als da hätten wir einmal hier Cover A, das haben wir hier auf dem Tisch liegen. Finde ich persönlich, ja, es hat was irgendwie, ja, es spricht den einen oder anderen sicherlich an, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Cover B aussieht, hier, ja, also finde ich persönlich viel geiler. Und dann hier noch Cover C. Ebenfalls sehr, sehr cool. Ja, also im direkten Vergleich ist das hier vorliegende Cover A eher unspektakulär. Gut, wir haben natürlich hier diesen Knaben drauf und ich denke mal, dabei handelt es sich auch um den Monstermann. Aber trotzdem, also naja, gut, ist ja auch egal. Außerdem, man beurteilt ein Buch ja auch gar nicht nach dem Umschlag und das gleiche gilt auch für ein Mediabuch, also ein Mediabook. Das hier ist übrigens auf 333 Stück limitiert. Das können wir auch hier hinten drauf sehen, da steht's, aber gleich, wenn wir die Folie runter haben, sieht man es vielleicht noch besser. Nee, geht ganz gut. So, und ja, ich kann über diesen Film gar nichts sagen. Ich hatte von Wicked Vision vor einiger Zeit, ich habe euch das gesagt, ein großes Paket bekommen mit ganz vielen Filmen. Da war er hier mit drin. Und ja, sagt mir nichts, aber ich bin mal gespannt. Ich bin ja für solche Filme grundsätzlich immer zu haben. So, der Sancho, was war das denn? Jetzt bin ich hier jetzt. Aber ich versuche hier drauf zu malen oder was? Da ist ja gar nichts passiert. Naja, gut, mein Messerchen ist immer noch nicht aufgetaucht. Was heißt noch nicht aufgetaucht? Ich habe das Video jetzt gerade. Ich nehme die alle hintereinander auf. Oder viele. Also solange meine Stimme mitmacht. Ja, deswegen, also wenn das Messer eben nicht da war, ist es jetzt auch nicht da. Für euch ist eine Woche vergangen, aber naja, hier halt nicht. So, wir nehmen mal die Folie ab und schmeißen sie dahin, wo sie hingehört, in den Müll. Und dann haben wir hier dieses Vorlageblättchen, das nicht verklebt wurde, was ich persönlich schon mal sehr cool finde. Wir haben ja eben schon gesehen hier, ja, empfohlen von Creepy Image. Und da haben wir hier diesen Text, habe ich euch eben vorgelesen, Splattergranate, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und da haben wir hier diesen Burschen, es handelt sich hierbei übrigens um einen Titel der Two-Disc Limited Collectors Edition und zwar um die Nummer 65, das heißt, wenn er die alle abwärts langsam eng im Regal. Bei mir auf jeden Fall, bei mir ist es wirklich leider sehr eng. So, dann haben wir hier die Altersfreigabe, das Teil ist ab 18 Jahren freigegeben, was anderes erwarte ich auch nicht von einem Splatterfilm, einer Splattergranate. Bin auf jeden Fall gespannt. So, und hinten drauf, Forever Physical, haben wir nochmal die Neuauflage von Monster Squad, aka Monster Busters. Geiler 80er Jahre Film, richtig cool. Also den finde ich super, den Film. Ich habe ihn aber schon, deswegen werde ich den hier wahrscheinlich nicht nochmal vorstellen. Ich frage ihn jedenfalls nicht an und in der Box war er nicht dabei. Ich brauche ihn aber auch nicht. Wie gesagt, ich habe ihn ja schon. Und ja, absolute Empfehlung. Aber haben Becky und ich, glaube ich, auch schon vor etlicher Zeit mal gesagt. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Mediabook an. Jo, das sieht auf jeden Fall ziemlich geflickt aus, ziemlich zusammengeflickt. Ich habe keine Ahnung, was es ist, wirklich gar nichts. Also der Film ist aus dem Jahr 2003. Das ist zunächst schon mal, ja, ist jetzt also nicht, dass das irgendwie ein 80er, 90er Jahre Film ist, sondern schon etwas Neueres. Ich bin also umso gespannter. Regie hat übrigens Michael Davis geführt. Der sagt mir jetzt aktuell auch überhaupt gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, was er sonst so gemacht hat. So, dann haben wir hier hinten drauf eine kurze Inhaltsangabe, ein paar Bilder aus dem Film, die auch schon ein schönes Gore-Fest erwarten lassen hier. Ja, das könnte ich vor ein paar Jahren gewesen sein hier. Da war ich auch, stand ich auch im Sand rum und der hat sich offensichtlich beim Rasieren geschnitten oder irgendwas. So, dann haben wir hier die Credits, hier unten die Produktspezifikation der Blu-ray und der DVD, denn ja, es ist natürlich ein Kombipaket. Und dann haben wir hier noch das Bonusmaterial aufgeführt. Und hier unten halt die Urheberrechtshinweise und so weiter und so fort. Auf dem Spine steht Monster Man, Blu-ray Disc und natürlich hier oben das Glubschauge von Wicked Vision. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Vorne drin liegen haben wir die, was haben wir? Es ist die Blu-ray hier. Da steht es ja auch, es sieht aus wie ein Schwein.
Was ist das? Ist das irgendwie, also ich bin wirklich gespannt. Also es stand hinten drauf, dass es so eine Mischung ist aus Jeepers Creepers, ja, so schaut's auch aus, und was war das noch? Jeepers Creepers und Kettensägenmassaker? Genau, Kettensägenmassaker, also Texas Chainsaw Massacre und Jeepers Creepers. Bin ich ja mal gespannt. Klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. So, hinten haben wir die, zack, die DVD drin liegen, die schaut so aus. Auch da haben wir diesen zusammengebauten, sind das Tackerklammern? Ich bin echt, das ist, Leute, also ich bin echt gespannt, was das ist. Ich habe, also es sieht auf jeden Fall geil aus. So, wir haben einen farbigen Innendruck. Wir haben keine Pappdeckel, wo das draufgeklebt ist, sondern die Plastikaufnahmen sind direkt in das Mediabook reingeklebt. Finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. So, und dann haben wir hier das Booklet. Das ist auch, ja, ziemlich dick. Es ist schön in der Mitte verheftet, da wo es hingehört. Bewegung ist minim, ja doch, hier ist ein bisschen, hier so ein kleines bisschen Bewegung, aber anders geht's nicht, sonst ist das Ding zu steif und bewegt sich gar nicht. So, rauf und runter haben wir so gut wie gar keine Bewegung. Also qualitativ macht das schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. So, es wurde irgendwo behauptet, dass die Qualität der Mediabooks von Wicked Vision nachgelassen hätte. Sollte das hier eins von den neuen sein, kann ich das hier schon mal vom ersten Eindruck nicht bestätigen. Auch das Mediabook, das ich euch zuletzt vorgestellt habe, was war es noch? Slave Girls from Beyond Infinity. Ebenfalls absolut gar keine Beanstandung meinerseits. Im Gegenteil, das hatte sogar meiner Meinung nach einen Qualitätssprung nach vorne gemacht. Also hier das Papier, ja, es glänzt nicht so sehr, es ist schön angenehm in der Hand, es ist schön dick. Aber nicht zu dick, es lässt sich wunderbar blättern. Wir haben hier einen sehr schönen Schrifttyp, das kann man wunderbar lesen. Gut, jetzt hier ein paar Bilder aus dem Film. Das, wie gesagt, das muss ich persönlich nicht haben, aber da ist ja jeder Jack anders. Hier haben wir nochmal den Schweinekopf. Also so langsam habe ich mich dran satt gesehen. Ne? Ich meine, gut. Ich weiß nicht, es ist ja auch immer so, wenn man einen Monsterfilm hat und das Monster zu früh zeigt oder zu inflationär zeigt, dann. Es ist manchmal besser, das Monster nicht zu sehen oder selten zu zeigen. Ja, wie in der Weiße Hai zum Beispiel. Da sieht man es nur ganz selten und nur ganz, ganz kurz, und das macht einem viel mehr Angst, als wenn man es permanent vors Gesicht gedrückt bekommt. So, jetzt, das sieht doch schon aus wie aus Texas Kettensägen-Massaker so ein bisschen, oder? Wer ist denn der Knabe hier? Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Warte mal, ist das hier nicht? Das ist doch der Typ aus Little Britain, oder? Der sieht aus, als hätte man ihn. Naja, okay. So, jetzt sind wir hier in der Mitte angekommen. Hier zwei Tackerklammern halten das Booklet zusammen. Es ist wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, verklebt. Ja. Es ist hier drin verklebt. Wir sehen das. Hier haben wir so ganz minimal Rückstände vom Kleber. Also nicht Rückstände im Sinne von, hey, was ist das denn? Das stört aber. Sondern, ja, man muss ihn ja sehen. Man muss den Kleber ja sehen. Ja, man sieht ihn ja auch. Wenn wir hier gucken, sehen wir ja auch hier die Klebepunkte. So. Und jetzt haben wir, nein, hier ist hier die Mitte? Nee. Na, da haben sie ein bisschen was hin und her geschoben. So, jetzt kommt hier noch etwas, was auch nicht selbstverständlich ist und was ich persönlich auch sehr gut finde. Hier kommt nämlich das gleiche Mediabook, der gleiche Mediabook-Text nochmal auf Englisch. Also hier von Stuart Taylor Cameron. Der Text, der vorne stand, der ist jetzt hier nochmal in englischer Sprache, und damit qualifiziert sich dieses Mediabook auch für den internationalen Markt. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil ja, man kann es dann halt einfach, ja, oder vielleicht will der ein oder andere auch sehen, hey, was haben die denn im Original gesagt? Es gibt ja auch ganz, ganz viele Fans von Filmen im O-Ton. Kann ich auch verstehen, aber ich für meinen Teil gucke halt lieber in der deutschen Synchro, sofern sie gut gemacht ist. Aber auch da gehen die Meinungen ja ein bisschen auseinander. So, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Hier hinten haben wir noch die Credits, und hier haben wir auch das Artwork, hier die Artwork. Wer die beiden Artworks entworfen hat, ja, A ist ja wohl eher eine Fotografie, denke ich mal, oder was, aber hier B und C, jo, also finde ich schon mal gut. Das bedeutet aber auch, dass dieses Booklet halt in den anderen Mediabook-Versionen identisch ist, aber auch das ist ja normal. Warum sollte man denn ein anderes Booklet in ein anderes in Mediabook mit einem anderen Artwork reinpacken? Ist ja Quatsch. So, das war's auf jeden Fall, das Unboxing zu Monster Man oder Monster Man.
klingt so wie so ein Superheld, ne? So wie der Elefantenmann. Der war ja auch kein Superheld, egal. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf diesen Film und wenn ich ihn gesehen habe, findet ihr mein Review dazu natürlich auf blu-ray-disc.de. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox schon jetzt. Und wenn ihr schon da unten seid, dann seid doch so lieb und drückt den Daumen, abonniert den Kanal, abonniert die Glocke, damit ihr euch maximal auf den Keks gehen kann. Und natürlich nicht zu vergessen, lasst einen Kommentar da. So, und das war's dann auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und natürlich wie immer, bleibt geil. Seid schlau, schau, blau. Euer Michael Speyer.